Blöd, schau. Ja, du musst ihn schon richtig basteln. Schon richtig, richtig. Der macht das schon. Perfekt, so, ja. Warum? Warum? Warum ist die Frage? Warum hast du nicht abonniert? Es wird gerade eingeblendet, wie viele Nutzer diesen Kanal verfolgen, aber nicht abonniert haben. Warum? Aber wenn ihr möchtet, dass in Zukunft die Vlogs einfach direkt anfangen, dann lasst ein Abo da. Weil sonst... Hereingetreten, Björn. Ihr denkt jetzt sicher, was ist das für ein Start in den Vlog? Normalerweise fängt bei uns der Vlog an mit einer Flasche Bier oder einer Flasche Wein. Ja, manchmal gibt es Veränderungen und genau heute ist so ein Tag. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen von Andy. Der ist umgezogen, also nicht wirklich umgezogen, aber hat ein neues Studium angefangen. Nach Jahren hat er sich endlich dazu entschlossen, Modedesign-Studium anzufangen. Und analog dazu habe ich gedacht, okay, für die Weiterbildung, wir wissen es alle, ist immer wichtig, immer richtig auch warm. Bin ich umgezogen und ich fange jetzt hier an zu studieren in St. Gallen. Und ihr wisst, das ist 100 Kilometer entfernt ungefähr von Zürich, vielleicht ein bisschen wenig, 80 Kilometer. Warum, weshalb und wozu? Später dazu mehr, die technischen Fragen werden alle noch beantwortet, aber ich wollte mal euch die Wohnung nicht vorenthalten, weil wir mussten extra umziehen, das war ein Pain. Also wer uns auf Insta folgt, der hat es gesehen, Sofa in den fünften Stock zu tragen, also das war ein Killer. Aber fangen wir einfach ganz gediegen, ganz entspannt an. Wir haben hier unseren Korridor und das keine Information, wir wohnen zu zweit hier. Einige von euch kennen sicher auch noch Schoß und Schier. Die haben auch nochmal eine Zweier-WG, nicht weit von hier, 10 Minuten. Wir haben alles das so koordiniert, dass wir alle jetzt anfangen, alle zusammen motiviert. Wir ziehen jetzt durch, deshalb. Wir haben hier einen kleinen Korridor. Grüße gehen raus an Renato, ich küsse dein Herz für dieses schöne Geschenk. Hat unter anderem Andy mit organisiert, auch nochmal danke dir und danke Soran, weiß ich sehr zu schätzen. Wir haben hier einen entspannten Korridor. Diese Wohnung ist ungefähr 100 Quadratmeter, das ist also ziemlich groß zu zweit. Aber hier sind die Preise auch einiges billiger als in Zürich. Haben wir eine kleine, aber feine, offene Küche. Mein Herzstück, wer den Podcast verfolgt, der hat es bereits gesehen. Diese Kaffeemaschine war mir ein Anliegen. Eine wichtige Kaffeemaschine zu haben, das ist wichtig. Man kann bei vielen Sachen sparen, aber eine Kaffeemaschine braucht Qualität. Aber umso wichtiger ist auch, was drin ist. Gute Bohnen, also Kaffeevollautomat, macht es nur Ristretto, Espresso und Kaffee. Mehr braucht man nicht. Den Rest machen wir selber. Auf jeden Fall, super Ding, kann ich nur empfehlen. Wir haben hier noch Reiskocher und müssen Sachen einräumen. Ist noch nicht perfekt, aber das meiste steht schon. Die Wohnung haben wir jetzt seit 2,5 Monaten ungefähr. Und ja, wir leben jetzt seit einer kleinen Weile hier drinnen. Wird immer besser. Ich habe gesagt, kleiner Beef mit meinem Mitbewohner. Wir wollten hier ein Bild aufhängen von Andrew Tate. Er hat sein Veto eingereicht. Durften wir im Nachhinein doch nicht machen. Mal schauen, was kommt. Vielleicht kommt ein Bild von Tristan Tate. Das ist ja eine andere Person. Dann haben wir einen kleinen, feinen Tisch. So reicht, kann man zu 6 essen. Lichter. Eigentlich relativ viel vom Vormieter übernommen, kann ich nur empfehlen, dann müsst ihr keine Lichter selber einbauen. Dieses Sofa, das hat uns gekillt, Mann. Diese 5 Stockwerke hochzutragen. Kleiner Tisch haben wir hier, kann man ausziehen, hier herstellen. Wenn wir ein paar Gäste haben, werden sicher ein paar ab und zu mal oder ab und dann mal kommen. Hier ein kleines Bierchen, vielleicht auch 2. Am Schluss 6, das ist immer das Gleiche. Dann haben wir hier einen schönen kleinen Fernseher, PS5, nur ein Controller, zweiter kommt dazu. Challenge mich zu FIFA raus. Wer verliert, bezahlt Bier. Wir können auch online spielen. Ich zeige nur kurz das Zimmer, weil das ist das Herzstück im Zimmer. Das ist mein Zimmer, auch hier. Wir haben ungefähr 14 Quadratmetern, also für mich relativ groß, meiner Meinung nach. Wir haben hier diese Kommode und die hat mich auch auseinandergenommen. Ich sage euch so, ich war hier den ganzen Nachmittag und am Schluss, beim letzten Step, muss man hier so 30 Nägel reinfetzen. Natürlich hatte ich keinen Hammer dabei. Habe ich, by the way, in Kombination mit dem hier gekauft, nach Tischlein. Dann hier ganz ein simples Ikea-Bett habe ich vom Vormieter übernommen. Das habe ich natürlich gefreut. Erstens ein Swanny oder so, also geschenkt. Nur Matratze muss ich mitnehmen. Dann habe ich hier schon mal ein paar Stative für die Podcast, weil die Podcast, Link in der Videobeschreibung, sind super geil. Doppelmonitore, wichtig, hier passiert die Arbeit. Wenn jemand von euch interessiert, wie wir eigentlich die Videos schneiden, wie das alles funktioniert, es gibt immer Leute, die haben technische Fragen, schreibt es mal in die Kommentare, ich kann mich alles auch mal zeigen. Das Einzige, was ein bisschen mühsam hier ist, also ich finde es nicht schlimm, aber gewisse Leute sind heikel. Das ist einfach so, wir sind halt auf dem letzten Stockwerk, deshalb haben wir schräge Dächer oder wir haben ja keine Ahnung. Nimmt ein bisschen Platz weg, kann man nicht meckern. Und ja, viel mehr zu sagen gibt es dazu nicht. Also ihr werdet nochmal alle später hier im Vlog sehen. Ich nehme auch ein bisschen mit, mache ein paar technische Fragen, einfach eine kleine Einführung. Wenn es interessiert, es gibt noch einen zweiten Teil, einfach Fragen in die Kommentare. Dann können wir die eigentlich wieder aufgreifen. Wir werden auch noch die Universität zeigen, damit ihr mal seht, wie das eigentlich von drin aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute interessiert. Ein paar haben mir geschrieben auf Instagram. Mach's doch mal. Und wie wir sind, wir hören auf euch. Deshalb machen wir es. Dann viel Spaß mit diesem Vlog. Also wir haben es jetzt ungefähr einen Tag später von der Roomtour. Und ja, Montag, den 9.11., also 9/11,
Und wir haben jetzt eigentlich den ersten Tag hinter uns, weil generell, ihr müsst euch überlegen, wir haben jetzt eine Startwoche. Also es ist noch kein richtiger Uni-Betrieb, hier wird einfach so langweiliges Zeug gemacht. Also nichts ultra spannend für euch, einfach Login, E-Mails, alles Einrichtungen, organisatorisches, Fotosession. All dieses Zeug könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Und ja, jetzt sind wir zurück in der Wohnung, erster Tag ist durch. Wie bereits erwähnt, wir machen auch eine kleine Campus-Tour, das ist natürlich spannend für euch. Und auch die technischen Fragen werden wir nochmal behandeln. Fazit für den ersten Tag. Meine Gruppe ist besser als gedacht, also es ist eigentlich eine angenehme Gruppe. Eigentlich passt alles, kann mich nicht beklagen. Plan für heute Abend ist, also heute läuft hier ein Club, wurde mir gesagt, in St. Gallen, also in Trischli heißt er. Und ein Kollege von uns, Gruß geht raus. Elias, du wirst heute die Szene auseinandernehmen in Trischli. Und André, Gruß geht dieses Mal zurück an dich. Wir grüßen André, du wirst heute auch auflegen. Ich bin super gespannt, super begeistert auf euch. Ja, also deshalb, Andy, David später am Abend dazukommen. Wir gehen noch was essen mit unseren Gruppen auf entspannt. Also mal schauen, ob wir da wahrscheinlich wieder kritisch zu vloggen. Später, wenn wir reintrinken werden, da wird natürlich wieder gefilmt. Clubabend wird gefilmt. Erster Clubabend. Ich habe nur gehört, Abriss, alle sind übermotiviert. Andy ist am Start, ich bin am Start, die Jungs sind am Start. André, Elias, all ein. Wenn dieses Lied kommt, dann gibt es eine schöne Insta-Story. Exactly. Kaputt. Mann, wieso muss ich mit der Teil? Normal, gib Gas, Bruder! Freunde, ey, willkommen. Ich bin auch angekommen in St. Gallen, Freunde. Ich studiere zwar nicht an dieser Drecksuni, aber Freunde, ihr wisst, eine Party ohne Andy von Andy Klöd ist wie eine Pizza ohne Kruste. Freunde, was ich sagen wollte, jetzt kann der Vlog starten. Klöd hat sich vollgeladen in der Scheiße. Was wir jetzt machen, wo ist das Wässerchen? Ihr wisst, Gastauftritt von Andy von Andy Klöd ist immer ganz simpel. So. Also Jungs, auf Klöd! Auf die Uni! Auf die Zuschauer, die gerade zuschauen. Auf dich, der gerade zuschaut. Ja, genau, dich meine ich. Also. Ja, easy! Das habe ich noch nie gesehen von ihm. Das habe ich noch nie. Freunde, dachte, der Arm kann starten. Ich dachte, der Cap, aber ich hab gesehen, er hat geschluckt. Der Arm kann starten. Ja, manchmal gibt es Veränderungen und genau heute ist so ein Tag. Ich habe gut einen reingetrunken. Wo ist die Bushaltestelle? Ich habe echt gut einen reingetrunken. Heute, der Mann auch. Diese Seite. Warte. Ruhig. Heute wirklich. Ja. Also Freunde, ich höre den Bus. Ich rufe ihn. Vollstummungsmanöver vom Kopf. Also, Mann ist weg. Zweiter Mann ist auch weg. Jungs, nein. Wo ist der Bus? Okay, warte, wo ist Luis? Ich habe gute 4 Becher. Wirklich 4 Becher. So diese Hälfte mich reingemacht. Aber life is good. Warte, Luis. Vamos. Luis! Also, da ist der Bus. Also, du gehst arbeiten. Vor einer Nachtschicht. Diese Nachtschicht noch nie gesehen. Okay, ich halt auf. Ja, stark. Noch nie so eine Nachtschicht erlebt. Wie hier gerade. Eine Nachtschicht, wie sie St. Gallen noch nie gesehen hat. Wow, aber sogar. Aber wichtig, heute ruhig. Heute ruhig. Also, wir sind hier jetzt vom Club Trischli in St. Gallen. Heute sehr ruhig. So ruhig, ich rede nicht mal, wenn ich drin bin. Einfach ohne reden. Ohne reden. Normal, ohne reden. Oh, also wir haben es einen Tag später, seht, wir sind zu Fuß, gehen jetzt schnell zur Uni, extra für euch. Und wir treffen da auf Schosse Schier, dann machen wir eine kleine Runde, wie bereits erwähnt. Deshalb unbedingt dranbleiben. Was ihr Fragen habt, natürlich, by the way, immer schön in den Kommentaren fragen, wir lesen das immer durch. Beantworten gerne, ansonsten schreibt auf Instagram, warum sind diese Schuhe so laut, die quietschen, Mann. Mein Gott! Wir sind jetzt hier angekommen an der Location, ihr seht, wir haben hier ein paar bequeme Tische, ein paar bequeme Getränke. Wir haben hier diese schöne Herren. Und du kannst kurz das Schild zeigen, wir befinden uns. Keine Ahnung wo, im oberen Bereich der Uni. Du wirst mal einen kleinen Shot hier. Auf unser Glück und auf euch. Spritzige Geschichte. Ohne viel zu quatschen, ich würde sagen, wir fangen an. Wo wollen wir am besten anfangen, Jungs? Am besten das modernste Gebäude hier. Wir haben hier alle diese Gebäude, gehen dazu, das ist aber nicht super spannend. Ich sage euch das moderne Gebäude hier. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein, oder?
Ja, wir sind jetzt beim oberen Teil angekommen, also wir haben hier den Square. Es gibt diese eine bekannte Bank, die hat ein paar Schlagzeilen. Grüße gehen raus an die Credit Suisse. Und dieses Gebäude ist tatsächlich das modernste der Uni. Das Square zum Beispiel, so diese Dubai-Vibes. Und das hier ist so diese Guantanamo-Vibes. Und so viel ich weiß, wurde uns so gesagt, wurde das Square gebaut für 65 Millionen. News. Ja. Gesponsert von der Credit Suisse, die jetzt pleite ging. Perfekt. Ich würde sagen, wir gehen kurz rein, zeigen einfach, wie das so aussieht. Und ihr seht, wir haben überall so Kunstwerke an der Uni. Man kann sich sogar, by the way, einfach so eine Tour buchen, die gratis ist. Ja? Ja, also es gibt so eine Tour. Da kommt so ein Typ und der macht euch eine Führung. Weil die haben ein Bild sogar, habe ich gelesen, ist ungefähr 140 Mio wert. Krass. Ich weiß aber nicht, von wem es ist. Hilft dir auch nicht beim Bestehen. Also wenn du draußen bist du draußen. Das erste Video war vom ersten Stockwerk, also Erdgeschoss. Und danach ist halt alles so aufgebaut, dass wir haben überall so diese kleinen Zimmer, die super modern sind. Und ja, also nichts viel spannend. Also es ist einfach so wirklich so ein kleiner Coworking Space. Dieses rundum, also es ist wie ein Viereck, das heißt ja Square. Und rundum, jetzt hat es überall so Zimmer wie hier, größer, kleiner, manchmal auch nur so ganz minim. Ja, ab und zu hast du genau Kaffeeautomaten, also eigentlich wirklich so super modern, super betrieben und Dinge, die ja. Also einfach so gefühlt, Credits is like, einfach hier Geld weg, so Monopoly-mäßig. Und Bro, gefühlt noch jeder zweite Raum hat so einen kleinen Balkon. Ja, also es ist halt, kann man hier rausgehen? Probier's mal. Also ihr seht, es ist halt auch super, wie sagt man, ein helles Gebäude, sehr viele Fenster, große Fenster. Ja, sehr hohe Fenster vorne. Du musst nur schon überlegen, das im Unterhalt, diese Fenster zu putzen lassen, oh mein Gott. Ah, super. Genau, dann hast du überall auch diese Terrassen, die im Sommer sehr geil sind. Also vorgestern war es super warm und ihr seht, man hat hier eine schöne Aussicht auf die Uni. Oben geht's weiter. So groß ist es eigentlich gar nicht. Also wenn man hört 65 Mio, denkt man, boah, was kommt jetzt, ein riesen Koloss. Aber also es ist stabil, es ist nice, ich beschwere mich gar nicht, aber ich frage mich so, 65 hätte man sich schon irgendetwas einsparen können, weißt du? Weil die Main-Uni ist halt relativ grau und betonhaft. Die versuchen halt ein bisschen das Ganze aufzumischen, wie bereits erwähnt, wie sie kurz denken. Also es hat überall so Kunstwerke versteckt und so random Kunstwerke in der Uni. Was du schon gesehen hast, hat manchmal so Plexiglas am Boden. Mhm. Und das ist einfach eine ausgestopfte Fliege. Also yo, wirklich, yo. Also, kein Joke, wirklich so eine kleine Fliege, das ist einfach so am Boden. So, okay, Kunst muss man nicht mehr verstehen. So. Bro, das ist ein weird Flex, Bro, das ist ein ja. Weird Flex. Und ihr seht, die haben hier auch so diese Holz... Wand oder wie man dem sagt. Das, das ist mäßig so eine kleine Brücke zum, ist das das Hauptgebäude oder die Bibliothek? Ich glaube, das ist Bibliothek, ja. Ist die Bibliothek, also ja. Wir haben mehrere Gebäude, wir haben ein Gebäude mit Vorlesungssälen, wir haben hier den Square Coworking Space, wir haben ein Gebäude mit Bibliothek, dann haben wir noch ein paar externe Gebäude. Ein paar Gebäude sind sogar in der Stadt selber. In der Stadt selber gibt es nochmal Coworking Spaces, also diese ganze Uni ist eigentlich verteilt in der Stadt, aber der Main Place ist halt schon hier am Berg, relativ ruhig, das ist das Gute dran. Auch ein bisschen kälter als in Zürich, muss man sagen. Wir sind auch viel höher, ja. Also einiges höher. Ja, so. Einiges. Und eben hier an der Wand ist halt überall so, ja, wer hat das gemacht, Architekt, wer ist der Künstler. Muss man nicht alles wissen, am Ende des Tages muss man die Prüfungen bestehen. Und gut ist. Und gut ist, so ist es. Also den zweiten Stock haben wir jetzt geskippt, weil das ist mehr vom selben. Hat genau gleich ausgesehen, einfach im zweiten Stock. Und hier ist jetzt so die Brücke, die wir erwähnt haben. Ja, genau, so ihr seht. Ja, das ist halt die Brücke, die wir erwähnt haben. Also wir sind jetzt vom Square, gehen jetzt rüber zum Bibliothek. Okay, zur Bibliothek, genau. Das Ding ist, wir wissen selber noch nicht, wo was alles ist. Also super. Also es ist nicht super groß für eine internationale Uni, aber es ist halt verwirrend, weißt du? Mhm. Es gibt so eine App, da kann man so den Standard tracken und dann sagt, okay, du musst dort und dorthin gehen. Die hat meinen Arsch gerettet diese Woche auf jeden Fall. Der CEO, der Geschäftsführer von der Credit Suisse, war übrigens auch hier Abgänger. Ist jetzt kein gutes Omen für uns, aber ja. Leider nicht in die Bibliothek filmen, weil da gibt es eine kleine Veranstaltung. Also deshalb müssen wir auch super leise sein. Und ja, wir sind jetzt in dem Raum, sagt man, so im Gang, vor der Bibliothek, genau. Das gehört aber schon zur Bibliothek. Aber eben, hier ist halt wichtig, dass man ruhig ist, sonst bist du sehr schnell draußen. Weil die haben relativ so strikte Dezibel-Angaben sogar stehen drinnen. Wenn man schon davon redet, eben, dort möchten die Leute sich konzentrieren. Bis 10 Uhr offen am Abend, also wie ihr seht, da gibt es schon ein paar Leute, die schwitzen gut rein. Wir machen dann alles zwei Wochen vor der Prüfung. Auf gut Glück. Also, ihr müsst überlegen, diese Uni hat einfach einen Shop, also einen kleinen Laden. Da kann man sich so Pullover holen, Tennisbälle. Das verkauft sich gut, also relativ viele Leute sind halt voll im Film hier. Die tragen halt diese Sachen. Also jeder möchte, kann tragen, was er möchte natürlich. Das Einzige, was ich weiß, ist, man darf sich im ersten Jahr nicht diese Pullover holen, weil man sagt, es ist ein schlechtes Omen, weil vielleicht haben wir schon angeschnitten oder nicht. Im ersten Jahr ist es das Assessment-Jahr und da muss halt bestehen, ungefähr 60% der Leute fliegen hier raus. Ihr seht,
sogar an der Uni wird FOMO betrieben. Also ihr seht, das ist die wichtigste Ecke von der Uni. Hier ist auch super wichtig, dass man ruhig sein muss, weil ihr wisst, auf den Friedhöfen muss man immer entspannt sein. Das ist der Grabstein der ehemaligen Credit Suisse. Der Campus Banco. Aber vielen Dank an den Typen, der bezahlt hat. Wichtig und richtig. Ja, also Freunde, ihr seht, ist schon alles vorbereitet. Es ist gerade eine kleine Vorlesung. Aber ich glaube, ein TED-Talk oder so. Ja, so ein TED-Talk. Irgendjemand externes ist eingeladen worden. Wir sind hier wahrscheinlich so 800 Menschen drin. Ihr versteht, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, drehen sich 800 Leute um. Dann sehen sie so einen komischen Typen wie mich. Dann sehen sie noch einen Portugiesen, der die Kamera hält. Geil. Ich denke, wir haben es einfach verlaufen. Ja, hier drinnen ist eben so eigentlich so der Main-Vorlesungssaal. Ja, das Auditorium, Bro. Auditorium, genau. Bilder werden eingeblendet, dann wisst ihr, wie das ungefähr aussieht. Und ja, wie ist das aufgebaut? Ja, ist ein riesen Leinwand. Jemand redet unten und wenn man was sagen möchte, eine Frage hat, dann gibt es so einen Würfel mit so einem Mikrofon dran. Das wird dann reingeworfen in die Masse. Die ganzen Fragen stellen, wie viel ist ein Output wert. Und der Professor beantwortet. Ja, Professor beantwortet oder beantwortet sie halt nicht. Ja. Oder wir verstehen es halt nicht. Also seht, das ist der Übergang. Also das ist der traurigste Übergang, den man jemals machen kann. Also, ihr seht, das ist alles grau. Stimmt, willkommen, aber du bist eigentlich nicht willkommen. Du möchtest wieder raus. Wir haben überall verteilte Kunstwerke oder eben Ansichtssache ab und zu mal. Ich habe euch gesagt, das mit der Fliege. Also hier gibt es so Gänge und da gibt es hier einfach so diese Plexigläser. Und da ist halt no joke eine ausgestopfte Fliege. Also ihr seht, Kunst ist keine Kunst. Ansichtssache. Also wir sind jetzt im oberen Bereich der Mensa, ihr seht. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Also das Essen bis jetzt diese Woche, wir sind eigentlich keine heikle Menschen. Geschmacklich okay, ist halt Mensa. Also normal ist es besser, wenn man selber kommt, boah, zu Hause. Das war schon mit, Bro. Problem war, die haben mir fast nichts zu essen zu geben. Also ich habe jetzt gestern, no joke, 3 kleine Würfel vom Hühnerfleisch. Also es war wirklich weak. Beklagen kann man sich, aber wenn man nichts tut dagegen, dann ist man selber schuld. Wir haben jetzt 3 Mal hier gegessen. Am nächsten Woche werden wir auch das Essen selber mitnehmen. Also Freunde, wir sind jetzt die Straßenseite gewechselt. Von der Uni sind wir jetzt zum Campusbereich. Und diese ganze Straße hier, also all diese Gebäude gehen auch noch zu. Bei diesem hier steht jetzt Fachbereich für Mathematik und Statistik. Ich würde sagen, es gibt bessere Orte. Wir haben einen Fußballplatz, wir haben ein Outdoor-Gym, so Calisthenics-mäßig, das kann man auch noch kurz sagen. Und ganz am Ende seht ihr das kleine Gebäude. Dort drin ist eine Turnhalle, es hat eine Sporthalle. Ja, Sporthalle, Turnhalle. Ja, Sporthalle, Turnhalle, Gym. Und dort gibt es dann auch immer wieder so Veranstaltungen, wo man gehen kann. Als kleines Beispiel für die Fußballfreunde unter euch, jeden Mittwoch oder Dienstag, bin ich nicht mehr sicher, gibt es so ein Futsal-Event, ohne Anmeldung kann man einfach gehen. Dann werden auch so wie ich weiß, random Teams gemacht. Kann man gegeneinander Fußball spielen. Wenn man einen schlechten Tag hatte, ein paar Ellbögen verteilen. Es gibt jense Sportarten, Badminton, was haben wir noch? Volleyball, Tennis, Golf, Squash, Yoga. Also wirklich alles. Und soviel ich weiß, wird auch alles übernommen von der Uni. Also da werden auch zum Beispiel bei Tennis Lehrer eingeladen. Die haben dann Stunden. Du kannst gratis gehen, gratis buchen, muss einfach genug für sein. Also ihr seht, das ist hier der Außentrainingsbereich. Ich glaube, im Winter wird er eher weniger genutzt, weil die Metallstangen werden arschkalt. Dann haben wir hier hinter uns den Fußballplatz, wo auch ein paar Leute gerade Fußball spielen. Und eben ganz hinten das Gebäude, wo alles drin ist. Das sieht man. Also man kann wahrscheinlich auch Bilder vom Internet einblenden, damit man sieht, wie es von drin aussieht. Einfach was ich weiß, das Gym ist halt, ja, es ist gut, aber halt klein. Vor allem in Anbetracht dessen, dass wir hier doch, glaube ich, wie viele Studierende haben wir überhaupt? Also Bro, jetzt haben 1800 angefangen, plus wahrscheinlich nochmal so 1,5 bis 2000, die schon hier sind. Eben, Kurzhandelgeräte für 5000 Personen an Stoßzeiten kann kritisch werden, deshalb Devise entweder super früh oder super spät. Stoßzeiten lieber nicht. Mhm. Dann hast du gerade 3 Stunden für 2 Sätze gefühlt. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Was man irgendwie sagen muss? Ich glaube alles. Deshalb, ich würde sagen, in 4 Monaten sind wir draußen.